Ja, hallo Freunde, ich bin heute hier mit dem Tom und mit der Jana und wir wollen nochmal über die Ergebnisse des Farsight-Instituts sprechen, die ja für den August ein maßgebliches Ereignis vorausgesagt haben, mit ziemlich viel Zerstörung, einer Katastrophe ähnlich und solche Dinge, die sie halt dort wahrgenommen haben. Wir wollen dann noch einmal erklären, was Remote Viewing ist und die Jana hat uns jetzt vor kurzem angeschrieben und legt halt Karten so hobbymäßig und kam halt zu ähnlichen Ergebnissen. Und ja, das wollen wir alles mal ein bisschen vergleichen und wollen mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie auch jeder vielleicht an solche Informationen kommen kann und welche Relevanz das im Endeffekt auch hat, weil ja auch dieses Thema gerade sehr im Gespräch ist und viele dann die Angst verfallen. Dachten wir uns, klären wir das mal einfach ein bisschen auf und erklären das Ganze. Ja, hi Tom, hi Jana. Hallo. Grüß dich. Ja, Jana, erzähl doch mal, du legst Karten, das machst du hobbymäßig. Erzähl doch mal eben, wie bist du dazu gekommen und wie läuft sowas ab? Ja, also Karten lege ich eigentlich jetzt seit ungefähr 6 Jahren. Und darauf gekommen bin ich aber schon vor längerer Zeit mit 13. Habe das dann zwischenzeitlich mal wieder aufgegeben und dann wieder neu für mich entdeckt. Und vor kurzem habe ich angefangen, nicht nur die üblichen Gebiete abzudecken beim Kartenlegen, wie wer wird mein neuer Partner und so weiter, sondern auch mal zu gucken, was passiert gerade in der Welt und auch mal so in die Karten ja von Politikern zu schauen. Und du hast jetzt auch eine Sitzung gemacht, eine Kartenlegesitzung und hast im Nachhinein, glaube ich, die Sendung vom Frank und vom Alex gehört, wo die über das Ereignis gesprochen haben. Ist das richtig oder hast du die Sitzung danach gemacht? Nee, die habe ich davor gemacht. Das war schon ungefähr Ende Juli. Ich mache das immer zum Ende des Monats, halt für den nächsten Monat dann oder halt Anfang des Monats, was da so für Dinge auf einen zukommen. Und genau, da lag für mich halt im Zentrum ein Gebäude, das zerstört wird und im Zusammenhang mit einem Ereignis, was ganz plötzlich geschieht. Also wirklich so aus dem Nichts heraus, keiner erwartet es, etwas ziemlich Großes. Ja, ah, Wahnsinn. Und Tom hat ja sowas wie einen Klartraum, wo er auch Rauchwolken hast du gesehen oder Staubwolken, ne Tom? Kannst du das nochmal kurz darlegen? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wann es war, vorige Woche oder vor 2 Wochen. Ich muss dazu sagen, ich sehe das so, es gibt halt Träume und Träume. Es gibt diese Träume, die du quasi so als Erinnerungsfetzen oder sowas noch mitnimmst und dann gibt es wieder diese Träume, wo du quasi richtig live dabei bist und wirklich aktiv drinnen bist und das war wieder so einer. Und ich kann es nicht genau wiedergeben, weil es auch ein bisschen verschwimmt mit der Zeit, aber es war so, ich sehe irgendwie ein großes Gebäude in der Runde und sehe es aber irgendwie von oben und rundherum waren solche Straßenlaternen, glaube ich waren es, keine Ahnung, und drüber waren irgendwelche nicht bekannten Sprengsätze, also nicht dieses klassische C4 oder irgend so ein Ding, sondern irgend so was Hightech-mäßiges. Und dann im nächsten Moment sehe ich nur, dass es einen riesen Knall gibt, das war kein Knall, sondern ein Geräusch, was ich noch nie gehört habe irgendwo. Und Menschengeschrei oder Laute nur mehr und dann eine riesige Staubwolke und ich weiß, dass ich mich unter dem Auto versteckt habe und dann bin ich aufgewacht. Und aus Erfahrung weiß ich, dass ab und zu Träume, wenn es so intensiv bei mir sind, dass ich die einfach quasi kundtue, weil ich viele Leute auch auf meiner Facebook-Seite gefunden habe, die ebenfalls solche Träume haben und ich weiß von 2 Leuten, die auch damals in Frankreich, wie diese Anschläge waren, einen Tag bzw. 2 Tage vorher sowas hatten und die eine mich sogar vorher schon angeschrieben hatte, dass sie das geträumt hatte und dann passiert das wirklich. Also da ist immer interessant, irgendwie darauf zu achten, ob das doch irgendwie eintreffen könnte oder um es irgendwie zu erforschen halt. Ja, genau, das Erforschen, das ist halt das Spannende daran. Bei Jana finde ich es halt sehr bemerkenswert, dass sie auch dieses Unerwartete beschrieben, also sie hat uns eine Nachricht geschrieben, hat es auch nochmal genau beschrieben, was sie dort wahrgenommen hat und dass es plötzlich kommt, genau das beschreiben auch diese 3 Remote Viewer unabhängig voneinander, dass es ein Ereignis wird, was ziemlich groß ist, ziemlich katastrophal und auch mit Gebäuden, so wie es Jana gerade gesagt hat und dass es ziemlich plötzlich kommt, also es plötzlich wird halt sehr, sehr viel oder sehr, sehr oft herausgearbeitet und
Ja, ist auch für mich halt ein bisschen neu, weil diese Parallelen habe ich zwischen verschiedenen Wahrnehmungstechniken. Also ich betreibe ja selber Remote Viewing, jetzt bin jetzt nicht der Top Viewer, aber kann halt ein bisschen sagen, wie es geht und habe es auch schon einigen Leuten gezeigt. Und ich finde es bemerkenswert, dass diese verschiedenen Techniken auf dieses Informationsfeld, auf die große Matrix, oder wie man das nennen will, zuzugreifen, dass das halt mit verschiedenen Techniken sehr ähnlich, zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommt. Ja, vielleicht erklären wir, Jana, vielleicht kannst du einmal erklären, wie so eine Sitzung bei dir abläuft. Wie bekommst du da die Informationen? Du hast ein bestimmtes Kartendeck, wo verschiedene Karten sind. Da gibt es ja verschiedene Standards oder von verschiedenen Leuten entwickelt, die verschieden interpretiert werden. Aber wie viel Interpretation ist dabei, wenn du so eine Karte aufdeckst? Als erstes denke ich gar nicht so sehr über die Standardbeschreibung nach. Es gibt ja 1000 Bücher, die dann erklären, was jetzt welche Karte grundsätzlich bedeutet. Ich lege die halt insgesamt, lege ich ja mindestens 3 Karten, manchmal 6, manchmal 9. Das ist irgendwie unterschiedlich. Das mache ich ganz spontan. Da bekommt man irgendwie so ein Gefühl dabei. Wie viele jetzt nötig sind. Und dann sehe ich die mir insgesamt an. Also wie sie, das klingt dann auch so ein bisschen verrückt, aber die fangen dann halt an, für mich zu sprechen. Also man kommt dann in so eine, ja, in so eine Haltung, in der man erstmal alles andere ausschließt. Einen interessiert auch nicht mehr, was um einen herum passiert. Man sieht einfach nur diese Karten an und wie sie zusammen, ja, einfach agieren, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ich das dann erstmal gemacht habe, ein paar Minuten, dann kommt für mich auch in mein Bewusstsein die Beschreibung, die ich halt kenne aus irgendwie Literatur, und das gleiche ich dann für mich ab. Und ja, das ist für mich auch total schwer zu erklären, weil während. Legst du da verschiedene Systeme oder wie darf man sich das vorstellen? Ich kenne nur das in Einzelsessions so quasi, ja, das ist deine Zukunft, deine Vergangenheit oder das ist dein Partner, das ist für Liebe etc. Hast du da quasi eine Frage oder stellst du quasi eine Frage und lass die Karten dann entscheiden oder ist es fragenspezifisch oder wie fängt die Einleitung an von diesen? Ach so, genau. Ich habe natürlich erstmal ein Thema, um das es geht. Mhm. Also dann sage ich beispielsweise, wie sind die Grundenergien für den August? Wenn ich jetzt so eine, wenn ich eine offenere Sitzung mache, sage ich mal, wenn das jetzt nicht bezogen auf eine Person ist. Und dann lege ich meistens 3, 4, 5, 6 Karten. In die obere Reihe lege ich 3. Das ist dann grob erstmal so die jüngere Vergangenheit, was aber jetzt gerade erst geschehen ist, was noch jetzt die Gegenwart beeinflusst. Dann die zweite Reihe mit 2 Karten, das, was jetzt gerade ist. Und dann das, worauf es hinausläuft, ist dann eine Karte. Und wenn ich das dann erstmal alles so für mich analysiert habe, ziehe ich noch eine Karte, die dann ein langfristigeres Ergebnis sein wird. Jetzt in Bezug auf den August, als ich da Karten gelegt habe, habe ich keine Tarotkarten genommen, sondern die Lenormand-Karten. Und da habe ich, wie viele waren das? 3, 4, 5, 9 Karten gelegt. Und da fokussiere ich mich immer erstmal auf die Karte, die in der Mitte liegt. Das ist für mich der Hauptaspekt. Und das war halt dieses umgedrehte Haus. Also ein großes Gebäude, was zerstört wird, und gleich daneben lag halt dieses unerwartete Ereignis, also wirklich etwas Plötzliches, was halt mit hoher Geschwindigkeit zu tun hat. Und in der Vergangenheit lagen für mich ja eine Gruppe von Menschen, die zusammen an etwas gearbeitet haben, was für sie sehr, sehr, sehr wichtig war und sehr vielversprechend war. Und dann natürlich nicht, das ging jetzt um Energie, was ich dann dazu bekommen habe. Wenn ich Karten lege, dann höre ich auch manchmal Geräusche, oder ich spüre halt das, was jetzt irgendwie eine andere Person fühlt in dem Moment, oder schmecke manchmal sogar was. Und genau, da diese Gruppe hat sich halt zerstritten,
aufgrund von Uneinigkeiten, weil von meinem Gefühl her die eine Hälfte was anderes mit diesen Forschungsergebnissen erreichen wollte als die andere. Und wie gesagt, von meinem Gefühl her ging es da um eine Energie, um eine Energiegewinnungsform, irgendwas, was beispielsweise zur Stromerzeugung halt hilfreich sein kann. Und Okay, nein, 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 das hört sich, ich überlege gerade, was da so bei in mir hochkommt. Okay, am Anfang aber so, okay, CERN wäre interessant, also Keshe Foundation. Das dachte ich tatsächlich auch. Das war auch mein, als ich da, wenn ich dann so aus diesem Gefühl rauskomme, von wo ich einfach nur so ganz, ganz viele Gedanken hintereinander habe und so Bilder sehe und Sachen spüre und so weiter, wenn ich dann rauskomme, so ins Bewusstsein, dann denke ich so ein bisschen darüber nach, was kann das denn jetzt sein? Und dann dachte ich auch, CERN. Aber irgendwie, nee, ist es das nicht. Also vom so, nachdem ich Gefühle, es so ja. betrachtet habe. Ja, ich glaube, Und die haben auch jetzt gar keine Tests anstehen oder so. ich Das wird weiß auch es nicht auch nicht passen. genau. Wohl, Beziehungsweise war ja. es kam ja gerade, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es kam ja gerade, es wurde so ein Video durchs Netz getrieben, wo so ein Ritual scheinbar genau vorm CERN an der Statue des, von wem war es noch? Von Shiva? Ich glaube von Shiva. Status, also die Ja. haben da eine Statue von Shiva und da wurde halt sowas wie ein Opferritual vollführt, also es wurde aufgenommen und die Leute waren alle in Kutten da. Der Guido Grant hatte das auf seinem Blog gepackt, da hatte ich es gelesen. Und von daher kann man also CERN ist nicht unbedingt nur das, was uns suggeriert wird Aber da. das Video ist schlecht. Ja, Also. ist schlecht, aber obwohl der ganze Laden ist halt abgesperrt, das frage ich mich doch schon, kann da klar auch einfach gefaked sein von den Leuten, die da Ist ja nur irgendwie. der Eingangsbereich. Ich glaube, da kann ja jeder hin. Das steht direkt beim Eingangsbereich. Das ist nicht in der Anlage drinnen. Nee, das steht zwischen zwei Gebäuden und da sind schon Zäune drum. Wie auch immer, ist jetzt nicht so wirklich wichtig, so Jana hat ja auch nicht den CERN, aber was ich bei Jana interessant finde, ist, dass sie die Sache davor beschreibt, weil das kam in der Remote Viewing Session von allen dreien, kam es halt nicht zutage. Die viewen ja quasi in diesem Projekt, Time Cross Project, die Zukunft und machen diese Session jetzt diese für August. Das Ergebnis für August haben sie im Juli geviewt und das Target selber, also das Ziel, was sie viewen, erstellt sich automatisch aus vier großen Zeitungen oder vier, ich glaube BBC, New York Times und noch zwei andere. Und dort quasi aus der Meldung, die am häufigsten, also die meisten Tage auf dem Titelblatt stand. Und die meisten Verlinkungen. Also da ist jetzt keiner in der Target-Erstellung, ist jetzt keiner mehr involviert, kein Mensch mehr involviert. Das wird halt einfach automatisch erstellt durch diese Meldungen in den Tageszeitungen. Und die haben halt einfach nur die Zukunft beschrieben. Wobei man Remote Viewing, muss ich sagen, ist halt über Zeit und Raum hinweg möglich. Das heißt, man kann die Vergangenheit, man kann die Zukunft viewen, man kann auch die Gegenwart viewen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, so wie wir es mal abgesprochen haben, Tom, wenn wir es mal ausprobieren wollen, gebe ich dir oder gibst du mir einfach ein Bild, was du selber aufgenommen hast oder von Google oder wie auch immer, machst da eine Nummer dran, gibst mir die Nummer und ich versuche das Bild zu beschreiben. Okay. Das ist halt die Gegenwart. Die Vergangenheit ist jetzt auch nicht unbedingt so spektakulär. Ich meine, alles ist spektakulär, aber nicht so spektakulär, weil die Dinge ja halt schon geschehen sind. Da sind halt ein paar Sachen, zum Beispiel das Farsight-Institut hat ein paar Projekte gemacht, Remote Viewing Hitler. Hitler bei einer bestimmten Rede die Emotionen geviewt. Und das kann auch jeder für sich überprüfen, so was dabei rauskam. Also das Target war keine Maus, ist klar, das war auch kein Bus. Also schreibt da schon einen Führer, der halt komische Allüren hat und auch eine bestimmte Persönlichkeit hat. Das ist schon sehr, sehr, sehr genau. Und Also unter hast du ein Gefühl einer Nummer geben und du hast ihm die Nummer gegeben und er hat das Gefühl und den Typ erraten dazu? Nee, Nein, nee, auch nein, nein, nicht. nein. Also das Target wurde erstellt, ich glaube, Hitler bei einer Rede vom Reichstag, frag mich nicht, schlag mich tot, irgendeine bestimmte Rede und dann noch einen bestimmten Punkt. Und das Target war die Gedanken oder die Emotionen, die in der Person vorgehen, genau als er den und den Satz sagt. Ungefähr so. Ich lass mich lügen, aber kann sich auch jeder anschauen. Weiterhin haben sie halt so Sachen geviewt wie das Kennedy-Attentat. Auch sehr, sehr genau. Also es wird ganz genau die Straße aufgemalt. Es werden verschiedene Sachen aufgemalt, das Auto aufgemalt, verschiedene ja, Grüppchen, die dann scheinbar geschossen haben und so weiter. Also
Da alles von Zufall zu sprechen, so jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigt, so der weiß, dass da irgendwas dran sein muss. Und weiterhin haben sie noch 9/11 geviewt, auch eine sehr interessantes Projekt, wo sie halt die ganzen verifizierbaren Daten, die wir kennen, also es gab zwei Türme, die sind zusammengebrochen, wo sie die sehr genau beschrieben haben. Und beim Remote Viewing geht es halt nicht darum, jetzt mal von dem Üben abgesehen, die Sachen, die verifizierbar sind, zu beschreiben, sondern es geht ja um eine Informationsgewinnung, gerade um die Sachen, die uns nicht bekannt sind. Und da wird es halt interessant, umso genauer der Viewer die verifizierbaren Daten beschreibt, das heißt die zwei Türme, die Explosionen, die Menschen und so weiter und das auch zeichnet, umso genauer kann man davon ausgehen, sind auch die nicht verifizierbaren Daten. Und da sind halt jeder, der sich für 9/11 interessiert, sind halt Daten rausbekommen, die mindblowing sind. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man sich mit dem Thema befasst hat, weil da sind echt Dinge drin, so in diesem Projekt, die weder in den Alternativen noch im Mainstream bisher jemals angesprochen wurden. Sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, das ist die Vergangenheit. Hier wird allerdings die Zukunft versucht zu viewen. Und Jana hat ja auch in die Zukunft geschaut mit ihren Karten. Und die Zukunft ist ja eine große Frage für Leute, die sich damit beschäftigen, auch für die Philosophen. Gibt es ein Schicksal oder gibt es einen freien Willen? Und ich bin dazu gekommen, es gibt beides. Es gibt ein großes Rohr, so in dem wir alle drin sind und uns bewegen müssen, weil es die Richtung von vom globalen Bewusstsein oder wie man das auch immer nennen will, ist. Aber in diesem Rohr kann man sich halt verschiedene Positionen aussuchen. Also man hat schon einen freien Willen, aber es ist auch so ein bisschen was vorgegeben. Und deshalb ist die Zukunft auch nicht fest wirklich. Wir haben halt mit dem Remote Viewing kann man auch Sportwetten viewen, das heißt den Associated Remote Viewing. Das heißt, man nimmt zum Beispiel einen Tennisspieler oder zwei Tennisspieler, gibt jedem Tennisspieler ein Bild und schreibt ins Target rein, beschreibe halt das mit dem Gewinner verknüpfte Bild der Partie zwischen so und so und so und so, am so und so viel in so und so. So, und da kann man dann schauen, so welche Ergebnisse man hat. Und da waren wir ziemlich gut. Wir haben halt mit mehreren Viewern das gemacht und hatten, glaube ich, die größte Trefferquote war, glaube ich, 13 in Folge. Nur wenn es dann um Geld geht, das ist halt das Problem, oder man hat zu hohen Erwartungsdruck, das kann Jana bestimmt auch sagen, wenn sie unbedingt ihren nächsten oder ihren idealen Lebenspartner oder wenn es um sie persönlich geht, viewt, dann ist man ein bisschen vorbelastet und man hat so irgendwie so ein bisschen Druck und liefert nicht so genaue Ergebnisse. Also es ist da wirklich wichtig, frei im Kopf zu sein. Tom, du hattest ja eben noch mal in der Vorgesprächsrunde erzählt, du hattest mal mit deiner Freundin oder mit einer Freundin Karten erraten. Kannst du das noch mal kurz darlegen? Ja, es ist schon ein paar Jahre her. Eine Freundin und ihr Freund war damals zu mir auf Besuch und wir sind dann halt auf die verrückte Idee gekommen, dass wir halt mit so einem ganz normalen Poker-Deck oder ganz normale Karten nehmen, dass man da halt herumexperimentieren. Das Problem bei solchen Dingen ist, wann probiert es denn wirklich jemand von uns aus? Im Sinne von, hey, lass uns das mal probieren, so ernst probieren, vielleicht geht es ja wirklich, es macht ja niemand, weil jeder glaubt, das ist komplett verrückt etc. und geht ja eh nicht. Wir haben das aber irgendwie so versucht, so wissenschaftlich wie möglich zu machen und haben dann sie Rücken an Rücken gesetzt und haben gesagt, okay, sie muss bei ihm die Karten raten mit Farbe und Nummer. Hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Haben gedacht, okay, vielleicht ist es einfach zu schwer. Wir machen einfach nur Rot und Schwarz. Und wir haben dann ein bisschen herumexperimentiert, da waren ein paar Treffer und ein paar nicht. Und dann sind wir aber irgendwie draufgekommen, dass sie lustigerweise ein paar Mal in Folge die jeweils zweite Karte erraten hat. Das heißt, sie hat geraten, wir haben dann eine Karte auf die Seite gelegt und die zweite dann genommen. Und die hat verhältnismäßig oft gestimmt, bis wir dann gesagt haben, okay, wir machen es immer so mit einer auf die Seite legen. Und sie hat dann es irgendwie geschafft, insgesamt 13 Stück oder 12 Stück, ich weiß nicht mehr genau, hintereinander zu erahnen, erraten, eher was auch immer. Das Interessante war, weil wir haben, wie gesagt, das so beobachtet, wann funktioniert es, wann nicht, was ist der Unterschied, dass wir draufgekommen sind, dass sie darf nicht drüber nachdenken, was jetzt kommen wird. Also in dem Moment, wo du quasi das Hirn einschaltest und versuchst zu projizieren, funktioniert es nicht, sondern das Erste, was im Gefühl intuitiv rauskommt, und das ist, man sagt oft, so von wegen, ja, nicht denken und das war intuitiv, aber ich glaube, man muss wirklich ganz, 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 ganz feinfühlig und im Moment sein, dass man überhaupt abschätzen kann, ist das jetzt im Unterbewusstsein oder ist es halt die Intuition, und sobald sie dieses irgendwie in diesen Space rein hat können, hat sie das irgendwie
gewusst oder Teile davon gewusst. Ne? Und das hat dann nicht mehr funktioniert, dann haben wir darüber gelacht und dann war auch jeder irgendwie draußen. Aber wir sind drauf gekommen, je mehr man es versucht zu erzwingen, so von wegen, okay, was sind jetzt die Lottozahlen oder irgend so ein Blödsinn, dann geht es nicht oder ganz, ganz selten. Also man kann es nicht kontrollieren, wenn man so will, aber ein Effekt ist da, das haben wir sehen können. Ja genau, das kann ich dann auch beschreiben. Sobald man zu viel Druck da reinsetzt und das kann Jana vielleicht ja noch mal sagen, wie es bei ihr ist. Sobald man zu viel Druck da reinsetzt, funktioniert das halt irgendwie nicht mehr. Man muss erwartungslos sein und du hast ja gerade das Wort Intuition genannt, ist halt, spielt eine ganz große Rolle, das Bauchgefühl, dritte Auge, wie auch immer man das beschreiben will, aus welcher Sicht, dass man wirklich intuitiv, also nicht im Verstand sein muss, um auf dieses Feld, Informationsfeld zuzugreifen. Das kann, wie gesagt, jeder, Remote Viewing kann jeder, auch muss jeder seine Technik finden, ob es Remote Viewing ist, Kaffeesatz lesen oder sonst was, war für mich früher alles Humbug. Nur seitdem ich Remote Viewing gelernt habe und für mich selber überprüft habe und überprüfen kann heute auch noch, ist für mich klar, da ist überall etwas dran. Na klar gibt es auf dem Gebiet viel Humbug, so gerade auch im Channel-Bereich. So. Da sind halt manche Egomanen unterwegs, die meinen, die müssen dort Stories raushauen. Dann landet hier Ashtar Command mit seinen Aliens oder sonst irgendwas. Seit 12 Jahren. Da gibt es halt ziemlich viel Humbug. Das gibt es aber in jedem Gebiet und das muss man einfach differenzieren. So. Jeder, der sich mit dieser Materie beschäftigt, sollte einfach mal mit der Technik, so wo er am kompatibelsten ist, einfach mal ausprobieren, so ein bisschen. Und das einfach versuchen. Aber aus dem Verstand sollte man rauskommen und in die Intuition rein. Und die Intuition benutzt jeder sein ganzes Leben lang schon. Ob es jetzt irgendwo ist, dass man vielleicht nicht in einen Flug steigt oder nicht in einen Zug steigt oder nicht in ein Auto steigt, wo ein Unfall passiert, oder man einfach an, wo das jetzt eher in die Telepathie geht, einfach an einen Freund denkt, der dann genau in der Sekunde anruft. Also es gibt ein Informationsfeld, das ist Fakt hier für jeden, der sich damit beschäftigt, wo alles miteinander verbunden ist irgendwie. Ja, was auf jeden Fall heute jeder weiß oder zumindest mittlerweile sagen kann, ist, dass es da irgendwie noch eine Etage oder noch irgendetwas gibt, weil woher weiß mein Hund intuitiv, wann das Fräuchen nach Hause kommt? Er setzt sich zur Tür oder wird unruhig, ich weiß genau, dann kommt sie heim oder umgekehrt. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, es war vor zwei oder drei Tagen, dass die Wissenschaftler erst gesehen haben, okay, sie haben zwei Gehirne oder zwei Menschen an ein EEG gehängt und haben gesehen, dass es einen aktiven und passiven gibt, sobald der eine an den anderen denkt, dass beim zweiten, der quasi an den gedacht wird, die Hirnfrequenz sich ändert. Also, und die Hirne sind connected miteinander. Und ich war da auch, ich weiß noch nicht den Namen, Hancock, von irgendeinem, der mit dem morphogenetischen Feld halt so viel schon herumgemacht hat, der war in Wien auf der WU und hat irgendeinen, oder TU und hat irgendeinen Vortrag gehalten. Und der hat auch gesagt, es sieht so aus, als je emotionaler die Verbindung zu jemandem ist, von der Emotion jetzt her, desto mehr gehen diese Sachen mit Telepathie. Das heißt, ein Partner, ein Hund oder halt in anderen Fällen. Aber es zeigt halt nur auf, dass es irgendwie eine Art Feld, oder egal wie man es nennt, dass wir, wie Steph da schon gesagt hat, einfach nur ein Empfänger des Universums sind, nur nicht diese Energien richtig kodieren oder... Ja, man muss halt da in dem Moment bleiben. Das ist so die Basis, im Moment bleiben und dann irgendwie nur in den Beobachtungszustand und schauen, was kommt da rein, ohne dass man seinen eigenen Senf dazu gibt. Was Rupert Sheldrake, der macht ja viel mit morphischen oder morphogenetischen Fällen. So? Ja, genau, ist Engländer und der hat auch schon ziemlich viel Forschung gemacht. Da geht es ja um Telepathie, also um die Connection zwischen zwei Menschen. Was Jana und ich ja so ein bisschen machen, ist halt aber auch auf Objekte. Also es scheint überall zu funktionieren. Ja, nicht nur von Mensch zu Mensch, was eigentlich schon sehr, sehr gut erforscht ist und sehr gut belegt ist auch. Wirklich mit wissenschaftlicher Peer-Reviewed-Forschung und so. Und es geht aber auch zu Gegenständen. Jana, wie ist denn das bei dir mit der Intuition? Hast du, bevor du mit diesen Kartenlegen angefangen hast, hast du deine Intuition wissentlich auch schon früher irgendwo benutzt? Oder war dir... Hattest du so Momente, wo dir manche Sachen einfach klar waren? Ja, also das könnte ich jetzt auch gar nicht beziffern, wann das irgendwie war. Das war eigentlich für mich immer schon so. Es ist für mich persönlich auch eigentlich gar nichts Besonderes. Also wenn ich zum Beispiel auch jemandem jetzt übers Kartenlegen was erzähle, dann ist es für die halt oft so übernatürlich oder halt irgendwie Hokuspokus-Schwachsinn. Aber für mich ist das halt... Für mich ist das irgendwie ganz alltäglich, ich mache das halt und das ist auch nicht in dem Sinne fühle ich mich da auch nicht besonders, wenn ich das mache, weil eigentlich, wenn das Interesse da ist, dann könnten das so viele Leute machen. Also,
Ja, sie haben alle irgendwie dieses 9-Live-Glaskugel, und ich sehe. Ja. Und es ist schade. Ich finde auch, die Leute sollten das viel mehr irgendwie ausprobieren, einmal so, weil es kommen wirklich, ich lege auch Karten halt nicht so im großen Stil wie du, sondern nur solche, also ich Emotionskarten oder so, solche Dinge. Und die sind manchmal wirklich, die passen genau zu der Situation jetzt. Ja. Oder für wen anderen. Und das ist dann wirklich ein bisschen so, wow, okay, Message angekommen. Nicht immer, aber es ist voll interessant. Wenn man darauf achtet, dann hat man das natürlich auch so im Alltag. Da braucht man auch nicht unbedingt Karten für. Also da muss man einfach nur so mal auf Dinge achten, wenn man irgendwie mit offenen Augen mal durch die Welt geht und dann einfach mal Satzstücke hört oder liest, dann merkt man ganz oft, okay, das war jetzt gerade für mich. Also wenn man irgendwie gerade mit etwas beschäftigt ist und dann nimmt man irgendwas Bestimmtes wahr, dann ist das ganz oft auch einfach so eine Message für einen. Ich sehe es genau, ich nehme es genauso wahr, weil ich will es, ja, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das selbst, und ich glaube, es kennen auch viele Zuhörer und jeder. Es gibt einfach Situationen, ich beschreibe es immer so, es ist irgendwie so diese Außenmatrix, und die gibt Feedback. Die gibt direkt manchmal, und du kriegst diese Dinge aber nur mit, wenn du im Moment bist. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es passiert so viel vor unserer Nase, nur wir sind so im Verstand und so mal vorn, mal hinten, Zukunft, Vergangenheit und so abgelenkt, dass wir das Feedback oder manche, wenn du christlich angehaucht bist, wenn der liebe Gott zu dir spricht oder dir Zeichen gibt, du würdest es sowieso nicht sehen, weil du es gar nicht checkst, weil es vorbeirennst und dein Schutzengel kann sich, was weiß ich, die Flügel ausreißen und du bist so doof und rennst mit Pokémon Go durch die Welt. Ja. Ohne jetzt Nintendo schlecht reden zu wollen. Ja, auf jeden Mario war Fall. schon super. Ja, im Hier und Jetzt auf jeden Fall bleiben ist essentiell, finde ich auch beim Remote Viewing. Also mich finde ich, ist einfach so, Fakt, da gibt es ja nun genug Forschung. Bei Jana und bei Tom, die Sachen, die sie beschrieben haben, kann man jetzt noch sagen, okay, das ist Zufall, das ist Humbug, wie auch immer. Da bin ich halt froh, dass ich das Remote Viewing für mich entdeckt habe, weil ich schon sehr analytischer Typ bin und für mich alles andere, was ich nicht wirklich 100% für mich verifizieren kann, ist eine Schwäche, definitiv, vielleicht auch mal meine Stärke in manchen Situationen, aber ist halt für mich eher nicht so greifbar. Und beim Remote-Viewing ist es so, es ist halt durch dieses Protokoll, was auch sehr begrenzt ist, kommen wir vielleicht auch nochmal zu, es ist so, es ist überprüfbar, es ist eine wissenschaftliche Aber was Methode. ist ein, was ist ein Protokoll? Ein Protokoll ist eine Abfolge von, Genau, willst du es für ein Laien beschreiben? genau, das Protokoll ist einfach, es ist in verschiedener, beim Remote-Viewing jetzt in verschiedene Stufen gegliedert. Man fängt halt erstmal an, jetzt nicht zu erraten, okay, Tom, du hast mir ein Auto gegeben, ist ein grünes Auto. So funktioniert es nicht. Man versucht halt einfach, das, was man wahrnimmt, zu beschreiben mit Adjektiven. Halt, ich nehme die Farbe grün wahr, ich nehme die Oberfläche rauf wahr, oder es fühlt sich metallisch an, ich rieche Gummi und sowas. Und so beschreibt man in der ersten Stufe erstmal grob, was man wahrnimmt, und das wird mit den fortlaufenden Stufen immer genauer. In der zweiten Stufe geht man dann nochmal Farben, Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker, Temperaturen und auch Dimensionen. Also du verstellst quasi nur deine eigene Wahrnehmung zu einem anderen Punkt. Ja, also ich mache die einfach auf. Also ich denke nicht drüber nach. Sobald du anfängst zu denken, bist du halt in der linken Gehirnhälfte und das Ganze funktioniert nicht. Das ist das gleiche wie mit diesem Druck. Du musst halt wirklich im Jetzt bleiben und einfach das wahrnehmen, was dir als erstes in den Kopf kommt. Es gibt halt geführte Remote Viewing Sessions. Ich kann gleich nochmal einen kurzen Trailer einspielen, damit jeder einmal bildlich vor Augen hat, wie das Ganze funktioniert. Es gibt geführte Remote Viewing Sessions, die sind dann blind, nennt man das, dass halt nur der Viewer nicht weiß, was auf dem Bild ist, und es gibt halt Doppelblind Sessions. Beim Doppelblind ist es halt so, dass es keinen Monitor gibt. Monitor ist halt derjenige, der dich dann durch die Session führt, halt so ein bisschen Anleitung gibt, so fragt dann, welche Farben nimmst du wahr? Wie sieht das für dich da aus? Wie fühlt sich das Ganze an? Das kann man auch alleine machen, halt, wenn man das Protokoll, dieses Ablaufprotokoll gut drauf hat, dann und nicht mehr in meinen Verstand kommt, wenn man nachdenken muss, was kommt jetzt als nächstes, was ist der nächste Schritt, dann kann man das ziemlich gut selber auch machen. Und so arbeiten halt auch, so arbeitet das Farsight-Institut auch. Ich kann ja mal kurz den Trailer einspielen, damit sich jeder ein Bild machen kann, wie das Ganze funktioniert. Und dann können wir nochmal darüber sprechen.
ist Remote Viewing. Mit Remote Viewing, zu Deutsch Fernwahrnehmung, wird eine standardisierte Methode der außersinnlichen Wahrnehmung bezeichnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Informationen des physischen wie nicht physischen Universums in einem Informationsfeld enthalten sind. Dies kann als kollektives Unterbewusstsein, morphisches Feld, Weltseele oder auch Matrix verstanden werden. Um mittels Remote Viewing hieraus Eindrücke zu generieren, welche nicht den räumlichen und zeitlichen Beschränkungen der fünf herkömmlichen Sinne eines Menschen unterliegen, wird zunächst ein Ziel, das Target, definiert und mit einer zufälligen Nummer versehen. Nur diese Nummer wird dem Remote Viewer genannt. Nun greift der Viewer mittels kontrolliertem Einsatz seines Unterbewusstseins auf das Informationsfeld zu, um nacheinander spezifische Einzelinformationen bezüglich des ihm unbekannten Ziels zu erlangen. Entwickelt wurde diese Technik Anfang der 70er Jahre vom Stanford Research Institute in Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes, welcher hierin ein neues Spionagewerkzeug sah. Ziel dabei war es, durch Erforschung natürlicher Medien wie Ingo Swann deren intuitive Vorgehensweise zu verstehen, um diese Fähigkeiten in eine für jeden Menschen erlernbare Methode zu übertragen. Hieraus resultierte die ursprüngliche Form des Remote Viewing Protokolls, woraus das Coordinate Remote Viewing und weitere Varianten entwickelt wurden. Während des Protokollablaufs werden die beiden menschlichen Gehirnhälften mit ihren jeweiligen Aufgabenbereichen in ein kontrolliertes Wechselspiel gebracht, um möglichst viele richtige Informationen bezüglich des Targets in schriftlicher und in gezeichneter Form festzuhalten. Remote Viewing unterscheidet sich dabei maßgeblich von anderen außersinnlichen Wahrnehmungsmethoden wie Wahrsagen, Hellsehen oder Channeling. Es kann dank seines Aufbaus von jedem durchgeführt werden. Die Eindrücke lassen sich mit den anderen Sitzungen der Viewer verbinden. Ergebnisse können von anderen überprüft werden. Eine Remote Viewing Sitzung kann alleine, also als Solo-Session oder im Team durchgeführt werden. Bei zwei Teilnehmern übernimmt einer die Rolle des Viewers, er generiert also die Eindrücke, während der andere, der Monitor, ihn beobachtet und durch den Ablauf des Protokolls führt. Ja, also das ist Remote Viewing. Ungefähr, da gibt es halt verschiedene Varianten, verschiedene Möglichkeiten und das ist auch nur eine Form. Das Remote Viewing wurde, wie gesagt, vom Stanford Research Institute entwickelt, also nicht von irgendeiner ESO-Klitsche, sondern schon von einem renommiertesten Institut weltweit mit. Und wurde entwickelt für den CIA oder für die CIA und für die DIA, was die US-Geheimdienste sind. Und die sind so drauf gekommen, dass dort irgendwie denen zu Ohren kam, dass die Russen sowas einsetzen. Und da gibt es ein ziemlich gutes Buch, das heißt Psi, einfach nur, das ist, ich glaube nicht, dass noch neu aufgelegt wird, aber da geht es halt um den Ostblock, wie die diese ganzen Sachen erforscht haben. Und die Russen waren halt schon in den 50er Jahren da dran, haben das Ganze auch wirklich wissenschaftlich belegt und bewiesen und auch ausprobiert. Und die Russen, die Amis meinten dann, wir brauchen sowas auch und haben daraufhin halt sich mediale Menschen gesucht, die dort begabt sind und haben halt daraufhin dieses Protokoll ausgearbeitet, um halt neue Leute zu rekrutieren. Dafür ist dieses Protokoll eigentlich. Um halt Leute zu finden, die medial begabt sind. Im Endeffekt findet nachher jeder Viewer seinen eigenen Stil so ein bisschen, wobei dieser grundlegende Ablauf mit Papier und Stift halt immer der gleiche ist. Papier und Stift deswegen, ich habe ja schon eben von der linken und rechten Gehirnhälfte gesprochen, die linke ist halt der analytische Verstand, wie man auch im Video eben gesehen hat. Und die rechte ist halt die Intuition mehr. Und dieses Protokoll, dieser Ablauf mit dem Schreiben auf Papier und laut reden, das beschäftigt quasi die linke Gehirnhälfte und schafft so Platz in der rechten, um halt verschiedene Informationen aus diesem Feld zu generieren. Und das Gute ist halt, wie gesagt, beim Remote Viewing, dass es überprüfbar und wiederholbar ist. Also es kann jeder erstmal, der eine besser, der andere schlechter. Wenn du medial begabt bist oder feinfühlig bist, dann könnte es sein, dass es für dich gut läuft, aber auch schlecht. Jana hatte eben gesagt, sie hat es auch schon mal ausprobiert. Ich hatte auch schon von der Begrenztheit gesprochen. Es ist aber auch begrenzt, das Remote Viewing Protokoll, weil es nicht auf deine persönliche Wahrnehmung oder
Möglichkeiten deiner Wahrnehmung eingeht, sondern halt standardisiert ist. Und da ist es auch begrenzt. Generell mediale Menschen, würde ich sagen, die sollen einfach so weitermachen, wie sie es bisher auch schon gemacht haben. Aber alle, die halt sich noch nicht mit der Materie beschäftigt haben, für die ist halt das Remote Viewing ein guter Ansatz, um dort mal reinzukommen und ja, das für sich selber zu überprüfen. Also ich möchte nicht, dass mir irgendwer was glaubt, so überprüft das einfach selber, so überprüft das einfach selber, weil Erfahrung kann euch keiner mehr nehmen. Ihr könnt sonst so viel Humbug lesen, aber das kann halt wirklich jeder für sich ausprobieren. Ihr müsst nicht gleich die Zukunft viewen, könnt einfach mal ein Übungstarget machen, so können wir vielleicht in der Sendung, Tom, die wir bei dir nochmal machen, nochmal genau erklären, wie dann der ganze Ablauf ist und können dann auch mal so einen Test mal einfach machen. Aber das solltet ihr einfach ausprobieren, einfach dieses Informationsfeld nutzen, weil ich beschreibe das immer so, es ist halt so, als wenn du dein ganzes Leben lang nicht sehen konntest und auf einmal sehen kannst. Du kannst halt Farben sehen, kannst Formen sehen und so weiter. Und das ist beim Remote Viewing auch. Du hast halt einen zusätzlichen Sinn, den du einfach für dich nutzen kannst. Und das, auch im Alltag. Ja. Wie Jana eben schon beschrieben hat, ist es halt manchmal einfach, du benutzt dann deine Intuition, kommst einfach auf Sachen auch im Alltag, weil viele immer fragen, wofür ist das gut? Was soll ich da irgendwelche Bilder beschreiben? Ja, erstmal ist es spannend so, es ist echt ein Wow-Effekt, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass es funktioniert nach den ersten paar Sessions und dass du da wirklich triffst und auch wirklich, ich bin ein kritischer Mensch und wenn ich eine Tomate habe, dann ist die Tomate definitiv kein Hochhaus. Wenn ich rund, weich und organisch beschreibe und vielleicht noch den Geschmack der Tomate so, dann kann es kein Hochhaus sein und wird auch kein Affe sein, die ich dir beschreibe. Also wenn man das für sich raus hat, dann gibt es erstmal so einen kleinen Aha-Effekt für jeden, der sich noch nicht beschäftigt hat mit. Denkst du erstmal, wow, das funktioniert ja wirklich. Oh, was ist hier los? Was geht hier ab? Aber der zweite Effekt ist halt wesentlich krasser für mich gewesen, weil ich gemerkt habe dann, okay, was heißt das dann, was heißt das für meinen Alltag, was heißt das für mein Leben, für mein Weltbild so? Es gibt ein Informationsfeld, auf das man zugreifen kann und auf das ich wahrscheinlich schon immer zugegriffen habe und auf das auch jeder andere zugreift. Also das ist extrem spannend so und es gibt ja da auch Übungen, wie man das verbessern kann. Ich habe da mal, ich müsste das Buch jetzt raussuchen, aber so ein also mediale Fähigkeiten, wie man die ausbauen kann, hell hören, hell fühlen, hell sehen und so weiter und es gibt wirklich so ein paar Gedankenwege oder einfach Perspektivenänderungen, wie man das verbessern kann und üben kann. Und ich habe das also gefühlsmäßig in den letzten 4-5 Jahren, wo ich das halt anwende, enorme Sprünge gemacht, weil es gibt oft, du redest mit Menschen und du hast Zugriff auf Informationen, da weißt du schon, was der in 3 Sätzen sagen wird. Dinge, die du eigentlich gar nicht wissen kannst, nur man ist sich unsicher, dass man es ausspricht. Ich habe das oft schon, bin da quasi drüber gesprungen, habe einmal quasi vorgeskippt, habe gesagt, okay, ich weiß, das und das und das und das und das ist passiert und dann sind die Laden runtergefallen. Aber wie gesagt, es geht halt nicht immer und das rauszufinden, so aktiv zu sagen, okay, ich möchte es jetzt verwenden, das habe ich bis heute noch nicht draußen, wie es geht. Aber vielleicht weiß es irgendwer, dann bitte melden. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, schaut euch das an, schaut euch die Karten an, schaut euch Kaffeesätze an oder sonst wie auch immer, was ihr euch anschaut, aber seid euch bewusst, es gibt dort ein Feld, ein Informationsfeld, woraus jeder hier, der das hört, auch zugreifen kann. Und es ist extrem spannend, es ist extrem bereichernd fürs Leben und es erweitert auch das Sichtfeld extrem, finde ich. Ja, wollen wir doch mal einfach auf die Ereignisse kommen, die dieses Farsight Institute dort für den August festgestellt oder wahrgenommen haben. Also in dem Projekt sind 3 Viewer diesmal aktiv am Arbeiten. Das heißt, die erstellen sich eine sogenannte Target-Nummer. Die Target-Nummer hat nichts irgendwie mit irgendwas zu tun, ist einfach nur eine willkürliche Nummer, die man automatisch generieren lässt oder würfeln lässt oder sich geben lässt oder wie auch immer. Und die haben halt nur diese Target-Nummer und noch kein Ziel. Also normalerweise ist es so, wenn Tom mir ein Foto gibt, hängt er dort eine Nummer dran, die er einfach willkürlich aussucht und gibt mir diese Nummer und ich beschreibe das, was auf dem Foto ist. So, hier ist es aber etwas andersrum. Es funktioniert auch, wenn erst nur die Target-Nummer besteht, das Ziel aber noch gar nicht ausgesucht wurde. Hier wird es ja in dem Projekt auch automatisch durch die Tageszeitung ausgesucht oder durch die Newsportale, wie ich es eben schon beschrieben habe. Und dort hängt halt wirklich kein Mensch mehr zwischen, der irgendwas beeinflussen kann, was auch ein sehr wichtiger Faktor ist. Und diese Sitzungen der vergangenen Monate wurde halt immer, wenn die im Mai geviewt haben, wurde dann Ende Mai hochgeladen und beschrieben dann die Ereignisse im Juni zum Beispiel. Und da können wir mal schauen, so sollte sich auch jeder anschauen, bevor wir jetzt auf den August kommen. Die sind halt schon im Mai angefangen und im Mai haben sie die Juni-Sessions geviewt. Unter anderem hat einer der Viewer dort Egypt Air Fly
804 wahrgenommen. Das ist ein abgestürztes Flugzeug über, ich weiß nicht, über den USA, glaube ich, gewesen. Beschreibt er ziemlich genau. Er beschreibt halt wirklich ein Flugzeug. Er beschreibt, dass es in der Luft ist. Also es ist halt sehr, sehr, sehr genau, was die Jungs machen. So, und das sind halt nicht irgendwelche Viewer, die machen das seit Jahrzehnten teilweise, haben schon zehntausende Sessions hinter sich und sind halt echt mit die Besten der Welt. Also es kann jeder, aber man kann es trainieren. So, das zweite war dann Istanbul Airport Terror Bombing. Haben sie auch sehr genau beschrieben. Also die haben Gebäude beschrieben dort, kein Flugzeug halt. Und wie das Ganze zerstört wird und haben auch die Personen, die mit beteiligt sind, dort beschrieben. Für den weiteres Target für den Juni war das Orlando Massacre. Haben sie halt auch, also kann jeder überprüfen. Ihr könnt auch das Datum des Hochladens überprüfen, wann diese Videos hochgeladen wurden und könnt schauen, dann überprüfen, was in den Tageszeitungen, ob es wirklich in den Tageszeitungen auf Platz 1 stand. So, und das war halt jedes Mal der Fall. So, für den Juli, also die Sessions, die sie im Juni gemacht haben, für den Juli war auf jeden Fall der Putsch in der Türkei. Dort wird auch sehr genau ein politischer Führer beschrieben, dunkelhäutig und diese ganzen Sachen, die halt drumherum passiert sind, wenn man die Fernsehbilder gesehen hat, werden halt sehr, sehr genau beschrieben. Unter anderem ist mir noch ein Bild im Kopf, wo halt eine große Menge von Menschen auf der Straße standen und wo dann ein paar Polizisten auf Pferden standen. Und auch diese Pferde sind halt, du nimmst das, also der Viewer nimmt es dort in der Session halt nicht nur als gezeichnetes Pferd war, sondern riecht es auch, kann die Gerüche dort zuordnen und so weiter. Das ist sehr, 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 sehr genau. Gut, und das neueste Ereignis, also die haben es halt immer so gemacht, dass die Sessions im vorangegangenen Monat für den Folgemonat geviewt haben und auch schon in dem vorangegangenen Monat hochgeladen haben. So, im Juli, also für den August, ist es jetzt etwas anders gelaufen. Dort haben halt alle drei wieder geviewt, die Ereignisse für den August. Und dort kam halt ein so krasses Ereignis auch für diese gestandenen Viewer heraus, dass sie das einfach schon vorher hochgeladen haben, weil es sie einfach so massiv geschockt hat, kann man sagen. Ja, und da kam halt ein Ereignis raus, was ein Viewer, glaube ich, mit 9/11 beschrieben hat, aber irgendwie schon anders, auch heftiger. Also es kam sehr viel Zerstörung drin vor, Explosionen. Immer wieder kam dies Unerwartete, dies Plötzliche. Viele Tote kamen drin vor, Katastrophe, ein Gebäude, was zusammenstürzt. Also auch das, was Diana hatte, sehr exakt genau das. In der städtischen Umgebung, eher auf der südlichen Halbkugel bis ja, um den Äquator irgendwo rum, also sehr zentral wird es beschrieben. Ob es natürlich ist oder gemacht, konnte einer der Viewer nicht wirklich unterscheiden. Es ist halt immer auch ein bisschen Unschärfe dabei, wenn man sowas wahrnimmt. Gerade die Zukunft ist es halt nicht immer konkret beschreibbar. Also Remote Viewing funktioniert nicht immer zu 100%. Genauso wie Kartenlegen oder alles andere. Da kommt es auf die Tagesform an und verschiedene andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, dann wurde ziemlich viel Chaos wahrgenommen. Staubwolken. Staubwolken hast du ja auch von gesprochen, Tom, in deinem Klartraum. Und auch die Anna hatte mir halt von berichtet, die auch sehr feinfühlig ist, von Staubwolken. Ist halt sehr interessant, dass da schon alles sehr, sehr konkret korreliert. Der Desmis aus Großbritannien, der Viewer, hat halt extreme Vibrationen wahrgenommen und dass halt ja, langsam alles anfängt zu vibrieren. Auf einmal alles sich in Staub auflöst oder ja, Glassplitter flogen herum und es hat halt einen sehr, sehr großen Impact. Also es war jetzt nicht einfach nur, dass ein Gebäude kaputt geht, weil es irgendwie eine Gasleitung kaputt geht. So, das hörte sich schon anders an. Also guckt euch das Ding einfach an, wenn ihr Englisch könnt. Ansonsten müsst ihr es euch vielleicht übersetzen lassen, von wem er kann, aber es ist halt schon spektakulär, was sie dort wahrnehmen. Der zweite Viewer, Dick Elgeier aus Hawaii, hat halt ein paar andere Aspekte noch mit reingebracht, unter anderem Vaporized Metal, also vaporisiertes Metall, wie wir es bei 9/11 auch teilweise gesehen haben. Sehr, sehr große Hitze, eine sehr, sehr, sehr große Hitze, mehrere tausend Grad Fahrenheit wahrscheinlich, Celsius, weiß ich nicht, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hitze. Er spricht von Geschmolzen, von Plasma und auch vielen kleinen Einschlägen, als ob da irgendwie Splitter runterregnen oder ob die Ursache des Einschlags war, ob es mehrere Einschläge sind, kann man nicht so wirklich raushören. Auf jeden Fall eine sehr hohe Energie,
ist dort mit dem Spiel eine wirklich sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Spricht dort von Überschall oder Supersonic ist Überschall, oder? Ja, ich Ja. glaube schon. Ja. Auch wieder von diesem Glas, also es korreliert sehr zwischen diesen beiden Visionen, sehr viel von Glas, auch beide beschreiben halt sehr laute Geräusche, sehr lauten Knall und auch diese Einschläge immer weiter, Schockwellen werden beschrieben, ein Einschlagkrater und dass etwas ausgelöscht wird. Es wird eine städtische Umgebung beschrieben mit vielen hohen Gebäuden, wo die dann wirklich dem Erdboden platt gemacht sind, also wo es auch einen riesen Krater gibt. Und es wird auf jeden Fall was beschrieben, was von oben kommt. Durch die Atmosphäre irgendwie auf die Erde zu rast und die Luft auch so ein bisschen aufheizt, zu Plasma macht. Und der Dick spricht dort auch von einer exotischen Energie, die dort irgendwie mit reinspielt. Hatte Diana auch irgendwie beschrieben, dass sie diesen Energieaspekt hatte. Also Ja. ich finde es echt Weißt du, bemerkenswert. was ich gerade gefunden habe, was dazu passt? 16. August, NASA passes major milestone. Now says it needs help redirecting an asteroid. Die wollen vom September 2016 bis August 2018 haben sie jetzt ausgeschrieben an Partner und so weiter, dass sie sich überlegen sollen, wie sie Asteroiden abfangen am besten. Mir ist da gerade noch was anderes zu eingefallen. Der Dick Allgeier hatte doch auch die ganze Zeit immer wieder gesprochen, Radio Sounds, Radio Sounds. Und so, er wusste nicht, wie die dazugehören, aber er hört diese Radio Sounds. Und was mir jetzt gerade, es hat mich gerade ein bisschen schockiert, was mir eingefallen ist, ich hatte vor kurzem auch einen Artikel gelesen, in dem es hieß, dass es ja Forschung gibt von kleinen Plasma-Nukes, die in die Atmosphäre geschossen werden sollen, um Radiowellen besser, soll ich das erklären, besser übertragen zu können in Gebieten, in denen die Radiowellenübertragung schlecht ist. Ja, ich habe der Artikel ist nämlich super, das hat man wieder mal nur auf der russischen Seite gesehen. Ich habe es heute in meinem neuen Video angesprochen. Dann geht es um die Funkverbindungen im Land zu verbessern, will die US-Luftwaffe Ionenbomben in obere Schichten Atmosphäre zünden, wie das Fachmagazin New Scientist berichtet. Funksignale können demnach nachts über weitere Entfernungen empfangen werden als tagsüber. Da die Dichte geladener Teilchen in der Ionosphäre in der Nacht zunimmt, können die Signale besser reflektieren. Es wird noch ziemlich cool. Die USA nehmen schon jetzt Manipulationen an der Ionosphäre vor. Im Rahmen des HALP-Programms wird diese Schicht von Alaska aus mittels Antennen mit Strahlung beschossen, wodurch in der Ionosphäre Plasma entsteht, welches die Funkwellen besser spiegelt. Die Luftstreitkräfte der USA wollen nun noch intensiver auf die Ionosphäre einwirken. Mit den sogenannten CubeSats, das sind Minisatelliten, die ionisierte Luft direkt in den Himmel bringen. Dadurch kann nicht nur die Reichweite von Funksignalen erhöht werden, sondern auch die schädliche Einwirkung von Sonnenwinden auf GPS reduziert und die Verbindung zwischen den gegnerischen Satelliten gestört werden. Ohne Ja, aber von wann kommt der Artikel? Weil Hab ist doch Geschichte. 9.8.2016 auf Sputnik News. Ah, Sputnik, okay, die sind nicht immer so konkret. Aber gut, neben Hab gibt es auch verschiedene andere gleiche Stationen noch um die Welt verteilt. Ja, sehr, sehr interessant, obwohl das ja dann nicht, obwohl es ja bei den Remote Viewern jetzt vom Farsight-Institut um ein bestimmtes Ereignis geht, was auch dann in der Tageszeitung stehen soll, so wie es in den letzten 3 Monaten auch passiert ist. Und da können wir dann nochmal schauen, wie es im Endeffekt ist. Ich Was wollte noch steht in immer. der Tageszeitung? Das, was wirklich eintroffen ist, oder das etwas eingeht? Also das, was wirklich eintroffen ist, die Wahrheit, oder das, was passiert Nein. ist, oder irgendeine Story, das, was Orges passiert ist? Ja, also da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Der Dick spricht halt zum Schluss auch nochmal über diese Ansprache von, ich glaube, vom Präsidenten, ich glaube, Obama zeichnet er da auch, der dann über das Ereignis berichtet, aber auch nicht die ganze Wahrheit erzählt. Also es geht aber im Endeffekt darum, egal ob es jetzt die Wahrheit ist, die dort berichtet wird oder nicht. Es geht aber erstmal darum, dass das Target aus den Artikeln oder aus den Newsmeldungen oder aus der Newsmeldung erstellt wird, die meisten Tage auf der Titelseite der 4 großen Portale oder Zeitungen ist. Also es muss da schon irgendwie drinstehen. Jetzt nochmal zu der Unschärfe. Da kann Jana bestimmt auch was zu sagen. Also es trifft na klar nicht immer alles zu. Und es spielen dort ziemlich viele Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, das erste ist halt, wie ich eben schon beschrieben habe, die Zukunft ist nicht fix. So. Es kann sein, es muss nicht eintreffen. So. Man kann die Zukunft beschreiben oder eine mögliche Zukunft, die steht nicht fest. So. Es sind durch tausende, Millionen Faktoren, Milliarden Faktoren, ist das Ganze beeinflussbar. Da kann man den Butterfly-Effekt
mal nennen. So, es kann halt das kleinste Ereignis kann halt ein anderes Ereignis schon aus der Bahn werfen und eine komplett andere Wendung nehmen. Es war noch ein heftiger Punkt dabei, den der Dick auch beschrieben hat. Er hat halt Körper beschrieben, die im Boden verschmolzen sind oder fusioniert sind mit dem Boden. Also die beschreiben dort wirklich ein Ereignis, was sie auch zum vorzeitigen Veröffentlichen gebracht hat, das sogar für die echt heftig ist. Und die haben schon viele Sachen geviewt halt und sind halt jetzt auch nicht irgendwie so super Pussys, dass sie gleich rumheulen, so hier passiert was Schlimmes. Aber sie waren halt so sehr geschockt, dass sie es halt vorher veröffentlicht haben. Und der Dick Allgaier sagt halt, zum Schluss erklärt er auch noch mal ein bisschen, wie das Ganze zustande kommen kann. Also er hofft natürlich, dass es nicht so eintritt. Und es ist halt ein Forschungsprojekt, was die dort machen. Das wurde halt so auch noch nicht gemacht. Also, dass Remote Viewing funktioniert, ist für mich Fakt und für alle, die sich mit beschäftigen und auch die es entwickelt haben, ist es Fakt halt auch wissenschaftlich peer-reviewed. Da kann keiner mehr drüber reden, wenn man sich das anguckt. Aber die Zukunft ist halt nicht fix und sie kann auch beeinflusst werden. Man kann halt solche Targets, also die Ziele, kann man auch erschaffen. Wenn ich dir zum Beispiel Tom den Weihnachtsmann gebe, der in der Realität nicht existiert, Woher weißt du das? dann, ja gut, stimmt. Woher weiß ich das? Gute Einheit. Aber Ich weiß, was du meinst. du willst auf jeden Fall was beschreiben, was das Bild des Weihnachtsmannes im globalen Bewusstsein ist, so nenne ich das mal. Also ein Mann mit Zipfelmütze und roten Klamotten dann vielleicht. Wir haben halt mal einem Freund einen Buddha gegeben, habe ich auch schon mehrere Male erwähnt. Den haben wir vorher, also wir haben dieses Bild vor uns gehalten, haben das behaftet mit verschiedenen Begriffen und dem haben wir es dann das Target gegeben nachher, haben eine Nummer dran gemacht, haben die Target-Nummer gegeben und der hat von dem Buddha nichts mehr wahrgenommen. Nur noch diese fiese Stimmung, diese fiesen Begriffe. Und das heißt also, dass das Ganze beeinflussbar ist. Es gibt da einen deutschen Viewer, Frank Köstler hat ein gutes Buch geschrieben, Verdeckte Ziele, geht auch um Remote Viewing, auch um Projekte, die er gemacht hat. Und der hat mal einen ziemlich schlauen Satz gesagt, der sich mir für immer eingeprägt hat. Die Wahrheit beim Remote Viewing liegt am Rande. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt verschiedene Targets, beschreibt er auch in diesem Dings, wenn man zum Beispiel das Pentagon viewt, dann malen ganz, ganz viele Viewer, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich so war, das Pentagon, aber beschreiben ganz, ganz und malen auch ganz viele den Eiffelturm. Also man kann auch Targets umlenken. Man kann auch, in dem Buch geht es auch um Target-Schutz, wie man sich selber schützen kann, wie man andere Sachen ich nenne es mal, verseuchen kann mit Informationen. Also auch wenn man solche Sachen wie 9-11 viewt, so, da spielt immer das Massenbewusstsein auch eine grobe Rolle. Und gute Viewer können. Schützt selbst vor denen? Ja, ich muss mich nicht wirklich schützen, ey. Ich stehe öffentlich im Internet. Bei mir ist der Schutz vorbei. Aber man kann zum Beispiel so machen, man kann sich eine Hülle um sich visualisieren und da zum Beispiel ganz viele Begriffe reinpacken. Das funktioniert zum Beispiel auch. Da gibt's verschiedene Techniken. Jana, erzähl doch mal, wie schützt du dich da? Ich mache das so ein bisschen eher auf so spiritueller Ebene, würde ich das jetzt mal nennen. Erstmal mache ich das täglich für mich, dass ich generell meine Aura reinige, weil man nimmt einfach ganz viele Informationen von anderen wahr und nimmt man auf. Und man merkt das zum Beispiel, wenn man auch in irgendwie, wenn man mit der Bahn fährt oder so, dass man manchmal einfach so total schlechte Laune bekommt und man weiß gar nicht warum. Weil man einfach auch Informationen von anderen aufnimmt und dann die Emotionen dann von denen spiegelt. Und das reinige ich erstmal. Und dann hülle ich mich auch einfach in so eine Kugel aus Licht, aus goldenen und weißen. Und durch diese Kugel kann nichts Negatives dringen. Also das definiere ich so und dann ist das so. Und wenn ich mich beispielsweise auch in einer Situation befinde, wenn ich irgendwie spät abends nach Hause gehe oder so, dann mache ich das noch ja, eine Stufe höher, sage ich mal. Dann bilde ich eine Kugel aus ja, so einer kristallinen Struktur, die alles Äußere abspiegelt, sodass ich fast nicht mehr wahrnehmbar bin. Und dann komme ich sicher nach Hause und habe keine Probleme. Ja, super. Wie reinigst du dich da?
Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt zu lang wird, aber... Okay, können wir auch rauslassen, ist vielleicht ein bisschen lang. Aber um nochmal auf dein Beispiel mit dem Zug einzugehen, das kann man auch sehr gut feststellen, wenn man in die Einkaufszone einer größeren Stadt geht, zum Beispiel um Weihnachten rum, wo ziemlich viel Stress ist so. Ja. Und da dann wirklich mal in sich hineinspürt, so wie man diesen Stress auch so ein bisschen wahrnehmen kann, definitiv, den kann jeder für sich wahrnehmen, und dann das mal am entspannten Sommertag macht, wo in der Stadt nicht so viel los ist. Also diese Emotionen aus dem Außen, die in diesem Emotions-Informationsfeld drin sind, sind schon sehr, sehr relevant, finde ich auch. Man kann das auch einfach mal selber testen, wenn man jetzt denkt, pff, das ist doch wieder Quatsch, was die da erzählen. Dann geht man einfach mal an einem Samstagnachmittag in die Stadt, wenn es richtig voll ist, alle gehen shoppen, dann stellt man sich einmal hin und hüllt sich so in so eine Kugel, wartet mal kurz ab und dann merkt man eigentlich sofort, man wird irgendwie langsamer und ruhiger und so das Äußere stresst einen einfach nicht mehr so. Also absolut. Ich mach das auch oft, wenn ich irgendwie mit Freundinnen unterwegs bin. Letzte Woche habe ich das auch gemacht, war ich unterwegs mit meiner Nichte und ich habe uns dann in Licht gehüllt und sie weiß ja auch, dass ich ganz oft solche Sachen mache. Und dann meint sie so, hast du gerade irgendwas gemacht mit uns? Weil ich war gerade so entspannt und wir waren eigentlich beide schon so echt mitgestresst von diesen ganzen Leuten. Und dann hatte sie das auch gleich gemerkt. Ah, Wahnsinn. Es hört sich jetzt alles esoterisch an, aber beschäftigt euch damit, Freunde, und überprüft das selber. Glaubt uns nichts, überprüft das einfach selber. Ja. Dazu will ich noch eins sagen, es gibt ja immer diese Ausschreibungen so. Hier 10.000 Euro, 1 Million Euro, wenn irgendwelche Psi-Fähigkeiten nachgewiesen werden. Und da geht man dann zu den Skeptikern hin, angeblich Skeptikern, die einfach fröhlich dem System frönen und alles erstmal als Humbug abtun und als esoterisch und Schwachsinn. Und dort soll man dann seine Fähigkeiten beweisen. Jeder, der sich ein bisschen schon mal mit den Forschungen der Quantenphysik beschäftigt hat, der weiß, dass der Beobachter eine ganz große Rolle spielt. Und da hast du na klar auch in diesen Skeptikerräumen dieses Feld. Und wenn da irgendwie 10 Leute sind, die da nicht dran glauben und die da extrem gegenarbeiten, dann spielt auch das definitiv eine Rolle. Ja, und da haben sich ja schon viele dran verbrannt, die dann bestimmt in ihrem Alltag sehr, sehr konkret wahrnehmen können und sehr, sehr feinfühlig auch sind, wo es dann bei den Skeptikern auf einmal nicht mehr funktioniert. Das ist durch die Quantenphysik und gerade auch durch das Doppelspaltexperiment, was sehr interessant ist, wo der Beobachter ja eine massive Rolle auf das Ergebnis spielt, so ist es sehr, sehr interessant zu sehen, diese Parallelen auch zu vergleichen. Aber diesem Experiment ist es ja auch bis heute so, dass keiner, es hat da ja keiner wirklich eine grundwissenschaftliche Erklärung für, die sie jetzt zufrieden stimmen wird, oder? Ja, also wirklich erklärt ist es noch nicht. Man hat da verschiedene Sachen festgestellt, die auch wiederholbar sind. Aber ja. Eine Erklärung, das ist halt, wenn du diesen 3D denkst, ne? Nur diesen 3 Dimensionen oder 4 Dimensionen, nehmen wir mal die Zeit als Dimension noch dazu, obwohl ich das halt nicht wirklich so sehe, dann ist das halt nicht erklärbar. Dann kannst du das nicht erklären. Und wie hieß noch der Effekt von Einstein? Der Spukeffekt? Wie auch immer. Ich komme jetzt nicht drauf. Meinst du die Verschränkung von den... Ja, die Verschränkung auch. Aber Einstein hat ja schon diesen Effekt beschrieben, so dass es da scheinbar einen gibt. Und konnte diesen aber auch nicht näher ausführen. Und gerade da muss man halt von diesem 3D-Konstrukt, was uns hier vermittelt wird, muss man halt einfach in weitere Dimensionen gehen. Wir sind multidimensional, so beschreibe ich das so. Wir haben nicht nur diese Höhe, Breite, Länge und meinetwegen die Zeit noch, sondern wir haben ja irgendwie dieses Informationsfeld, was man schon als andere Dimensionen halt wahrnehmen kann, in dem wir uns auch immer befinden. Also wir befinden uns auch jederzeit in allen Dimensionen. Nur können wir halt bewusst nicht drauf zugreifen. Ja. Und diese Dimensionen, die dort übergeordnet sind, sage ich Informationsdimensionen oder emotionale Dimensionen, wie auch immer das sein mag, die sind definitiv manipulierbar. Und das auch durch Gedanken. Durch Gedanken, durch Absichten, durch alles, was der Mensch so mit seiner Intelligenz, nennen wir es mal, oder mit seinen Emotionen quasi auch ausdrücken und beeinflussen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um mal das zu erklären, warum es dann vor Skeptikern oder wenn es halt geprüft werden soll, wo dann auch wieder der Druck des Schaffenwollens oder des Ergebnissebringens dort da ist,
wo das dann vorhanden ist, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert, diese Wahrnehmung, oder sehr verwässert ist oder sehr ungenau wird, sehr unscharf wird. Ja, ja, also im Endeffekt, alle, die jetzt dort das Farsight-Projekt gesehen haben und die jetzt dort hoffen und bangen oder wie auch immer, dass dort was passiert. Also es muss nicht passieren. Es ist nicht unbedingt Realität, was die dort wollen. Es ist eine mögliche Realität, aber die muss nicht eintreffen. Und wenn man sich die vergangenen Sessions anschaut mit Hochladedatum und das vergleicht, dann sieht man doch schon, dass die sehr, sehr, sehr genau sind. Und es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was in diesem Monat noch passiert. 13 Tage haben wir noch. Es muss auch nicht unbedingt im August passieren. Also, wie gesagt, die Zeit ist dehnbar und nicht die Zukunft nicht geschrieben. Es kann auch später passieren oder dieses Ereignis, was Jana hatte mit dem Plötzlichen und Unerwartet und Katastrophe, Gebäude und so weiter. Es kann auch später noch kommen. Also, wir können da auf jeden Fall gespannt sein und ich gucke da sehr, sehr interessiert in die Zukunft. Also, na klar, wünsche ich mir nicht, dass irgendwie Menschen zu Tode kommen oder dort Leid erfahren müssen. Aber im Endeffekt ist es doch schon sehr, sehr spannend, das Ganze zu beobachten. Auch weiterhin, die werden wahrscheinlich das Projekt auch noch weiterführen, so wie ich es in Erinnerung habe. Und man kann auch auf die nächsten Monate gucken, was dort dann mal rauskommt. Die Leute sollen das einfach nicht so krass alles nehmen. Ich sehe das alles irgendwie als Spiel. Wir sind ja gerade keine Kataklysmen-Anbeter oder wollen irgendwie, dass da super Holocaust 3.0 kommt. Es geht einfach darum, dass es diverse Effekte gibt, die noch immer unerforscht sind, mit Absicht unterdrückt wird, da nicht drüber geredet wird. Aber die meisten Leute kennen die Effekte und ich finde es einfach interessant, wenn man sich da irgendwie offen und ehrlich austauscht. Ich glaube, die Zeiten, wo man nicht über Dinge spricht, sollten endlich vorbei sein. Ja. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Jana, wolltest du noch was sagen? Wolltest du vielleicht nochmal den Leuten was sagen, die da draußen dann jetzt das abtun oder sich dann vielleicht extrem drauf einlassen oder das mal ausprobieren wollen? Ich würde vielleicht einfach nochmal betonen wollen, dass das alles nichts Übernatürliches ist. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts, was übernatürlich ist. Ich glaube, alles, was passiert und was ist, ist Natur und also, und ich glaube, dass wir auch nicht in die Zukunft sehen, sondern dass wir einfach energetisch schon viel weiter sind als das, was in der Materie geschieht und man vielleicht einfach nur abruft, was man schon erlebt hat. So könnte ich mir das erklären und so ist das, wie ich das sehe. Und ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Das Phänomen Zeit, also wie wir es wahrnehmen, hier mit einer Uhr linear Ablauf, so kann es für mich auch nicht geben durch meine Erfahrung. Also ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben kann oder wie es im Endeffekt ist. Ja, schau, du brauchst dir vorstellen, stell dir vor, 5 Minuten bei einer Wurzelbehandlung und dann 5 Minuten 6. Was kommt da länger vor? Ja, auf jeden Fall. Zeit ist relativ, so einfach ist es. Ja, ganz genau. Wir merken das halt nicht in normalen Situationen. Ja, also habt keine Angst vor der Zukunft. Es wird eh so kommen, wie es kommen wird. Da kann man sich kaum verschützen. Man kann halt sein Leben im Jetzt leben, so, das würde ich auch jedem empfehlen. Und alle, die daran interessiert sind, mal diese einen weiteren Sinn zu erfahren, also wirklich selber zu erfahren und zu überprüfen auch, die sollten sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und wie gesagt, Remote Viewing kann jeder, die Protokolle sind im Netz verfügbar, auch Anleitungen. Ich werde noch ein paar Links unter das Video packen, wo euch nochmal weitere Informationen zu anschauen könnt. Ja, und dann probiert es einfach aus. Ihr könnt ja mal, falls ihr sowas ausprobiert, wäre es schön, das unter in der Kommentarsektion auch mal vielleicht zu hinterlassen und dass wir einfach mal drüber diskutieren. Also sehr, sehr spannende Zeiten finde ich auch gerade, dass wir Jana jetzt getroffen haben, dass sie ihre Wahrnehmung da sehr, sehr korreliert mit verschiedenen anderen, finde ich auf jeden Fall spektakulär. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo auch das Bewusstsein immer ja, geschärfter wird bei vielen Personen und wodurch das Remote Viewing oder das Wahrnehmen in anderer Informationsfelder auch einfach einfacher wird und ja besser wahrnehmbar ist. Wie gesagt, man muss halt versuchen, aus dem Verstand rauszukommen und einfach in die Intuition zu gehen, was nicht ganz einfach ist, aber da bietet das Remote Viewing, wenn man jetzt nicht so medial gestellt ist wie die Jana, bietet das Remote-Viewing halt einen guten Ansatz, so dass auch wirklich Leute, die
ja, unsensibel sind, so wie meiner einer, das wirklich für sich überprüfen können. Und wie gesagt, das funktioniert. Und wenn man einmal diesen Aha-Effekt hat, so, dann man kann diese Glastür, man kann diese Tür nicht mehr zumachen. Man kann eine Glastür einbauen und so, aber man wird immer diese Erfahrung behalten und man kann sie sich sonst wie versuchen zu erklären, aber im Endeffekt geht das nicht mehr wirklich weg. So. Aber schau, da fängt das Menschen schon wieder an, Boris, wenn du selbst davon überzeugt bist, dass du nicht so feinfühlig bist, was definitiv nicht der Fall ist von außen betrachtet. Also auf jeden Fall gebe ich dir recht. Was gemacht in dir, mein junger Padawan. Ja, ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. So. Die Vorstellungskraft ist da alles. Und da kann ich nochmal Emil Kuhl nennen, der dort ziemlich coole Grundsätze geschaffen hat. Könnt ihr euch mal googeln, Emil Kuhl, der hat vier Grundsätze geschaffen, vier oder fünf. Und da beschreibt er halt die Vorstellungskraft und was die Vorstellungskraft im Endeffekt für ein Potenzial hat. Kann ich nur jedem empfehlen und gebe ich dir vollkommen recht, Tom. Für mich ist es einfach in meiner Wahrnehmung so, dass ich halt nicht der feinfühligste Mensch bin und das macht aber für mich auch nichts und ich kann aber trotzdem auf diese Felder zugreifen. Das kann auch jeder andere. Ja. Also probiert es einfach aus. Ja, 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 das stimmt. Ja gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielleicht noch in eigener Sache, wenn wir zuerst drüber gesprochen haben. Ich versuche gerade ein Portal auf die Beine zu stellen mit ein paar Leuten, um die, wir haben vorhin schon in der Vorgespräch darüber gesprochen, ein Portal zusammenzustellen, wo interessierte Leute ihre Träume einfach hochladen können oder schreiben können, sofern sie das wollen und veröffentlichen unter Namen oder Nichtnamen. Und dass man vielleicht, mich interessiert es einfach, ich will austesten, was passiert, wenn man von 100 Leuten die Träume zusammenlegt, ob da irgendwie Gemeinsamkeiten sind oder nicht. Ich bin davon überzeugt und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass manche Leute ähnliche Träume hatten. Und ja, das vielleicht nur als Vorinfo, aber das werden wir dann eh noch, glaube ich, extra ankündigen nochmal. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall. Also wenn die Forschung nicht von irgendwem betrieben wird, und das wird sie ja nicht. Wir müssen es selber machen. Einfach. Genau, müssen wir es selber machen. Und hier haben wir wirklich die Möglichkeit, das selber zu machen. Und das ist, ich finde, diese Felder zu begehen, diese Informationsfelder anzuzapfen, ist wirklich wie sehen können nach vielen Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer. Also ne, das darf nicht unterschätzt werden. Ich finde, es ist einer der wichtigsten Sachen, die auch für mich in der Schule schon ab der ersten Klasse gelehrt werden sollten. Ja. Jana hat ja gerade von ihrer Nichte erzählt. Kinder können es generell noch viel, 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 viel besser wahrnehmen. Und da gibt's ja. Meine Nichte ist kein Kind. Ach so, Entschuldigung, gut. Aber vielleicht ist sie ähnlich feinfühlig wie du. Das innere Kind, okay? Ja. Das ist bei mir ganz groß. Ja, das sollte man sich auch behalten, so das innere Kind. Und da gibt es ja in Österreich auch, Tom, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, gab es auch im ORF mal eine Sendung, wo Kinder geschult werden mit komplett zuen Augen, also die haben eine dicke Brille aufbekommen, wo die einfach trainiert wurden, Gegenstände und Farben zu sehen und auch komplette Texte zu lesen, die ihnen vorgehalten wurden und sie definitiv nicht sehen konnten. Also ich weiß nicht mehr, von wem das ist, stelle ich auch nochmal einen Link unter die Beschreibung, guckt euch das mal an so und müsst ihr selber entscheiden, ob das für euch Humbug ist, probiert es einfach aus, so. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, so, es ist hyperreal. Ich würde es ja auch interessieren, ich meine, stell dir vor, du hast ein Kind und du ziehst es in dem Glauben einfach in der Vorstellung auf, dass es wirklich die Materie bewegen könnte, so telepathisch, oder dass du diese Fähigkeiten nicht absprichst, sondern das irgendwie förderst. Also ich kann mir gar nicht ausmalen, was da passieren könnte. So wie bei der Matrix, so du bist der Löffel, so in die Richtung. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Kann ich auch nochmal einen Buchtipp runtersetzen? Da geht es irgendwie um medial begabte Kinder oder wie man die halt, wie man dieses medial begabte bei Kindern halt fördert, ist auch sehr, sehr spannendes Ding. So kann ich nur jedem empfehlen, der Kinder hat, sich das mal anzulesen. Es ist ein ziemlich kleines Buch und ja, macht auf jeden Fall Sinn. Hast du, was sind denn deine Erfahrungen mit deinem Liebling? Ja, die sind halt noch 1 und 3 so. Es ist halt öfter so, hört man ja von Kindern, ja, die sehen da irgendwelche gruseligen Männer und sowas. Auf sowas achte ich halt. Wenn er sagt, so, da ist irgendwas so, dann sage ich nicht, ja, das ist nichts so, tu das so irgendwie ab, sondern hör mir das ganz genau an. Und ich bin da auch sehr am Forschen und sehr daran interessiert, das halt auch bei meinen kurzen beiden festzustellen. Ja. Oder zu überprüfen und mitzuerleben, ist ein sehr, sehr spannendes Ding, so finde ich. Und, ich hatte eine Freundin, die hat mir erzählt, dass ihr Kind hat einmal in der Nacht geweint, dann ist sie rübergegangen ins Kinderzimmer, so, warum weinst du? Und er deutet in die Ecke und sagt, Mama, da ist dieser Mann mit den langen Haaren, der immer so macht in meinem Ohr, der ihm kitzelt.
Und die Mama komplett erschrocken. Ich habe ja mit ihr geredet, sie ist ein bisschen jünger als ich. So, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. So, ich habe es mit der Angst gekriegt, so, was ist los? Und habe ihn halt zu mir genommen, auf die Couch und so. Und habe ihn halt getröstet. Und am nächsten Tag zufällig schauen sie irgendwie ein Familienalbum durch von ihr. Und auf einmal zeigt er ihnen das Album und sagt, das ist der Mann, das ist der Mann. Und das war ihr verstorbener Vater. Ah, krass, ich habe gerade, wo du es jetzt halt hast, mega die Gänsehaut gekriegt. Auch auf sowas. Also, krass. Du hast noch extremer, wenn du das die Person selbst erzählst. Und ich habe das von ein paar Leuten gehört, dass die Kinder irgendwie ein Wissen anzapfen, wo ein anderer hat mir erzählt, er hat so Kristalle daheim in einer Kiste, weil er früher mit Kristalle und so sich da fasziniert hat. Auf einmal hat er die Kiste zum Spielen irgendwie liegen lassen und das Kind legt eine extrem geile geometrische Struktur irgendwas auf. Und der Vater so, was machst du da? Ja, siehst du es nicht? Das ist eh ganz einfach, da geht da und da die Energie durch, dann legt man da drauf, dann heilt das dort und geht da rüber, dann der Stein deswegen, der Öwe. Na, woher weißt du das alles? Ja, ich weiß das einfach. So, weißt einfach in diesen, das Gehirn kann auf keine Erinnerung zugreifen, quasi in dieser 3D-Welt, aber vom Reifegrad oder vom inneren Wissen geht das noch viel weiter zurück, bis zu dem Moment, wo sie vergessen, dass sie es haben, und dann ist es aus. Absolut, absolut. Also ich habe auch eine Freundin, wo die beiden Kinder auch sehr, sehr feinfühlig sind. Und die haben ja sowas wie einen Hausgeist oben wohnen. Und die heißt Emily. Und diese Emily, die mit der spielen sie halt, mit der sprechen sie und so weiter. Also die scheint für die beiden, und das sind Zwillinge, das ist interessant, scheint für die beiden super real zu sein, und da gibt es gar keine Diskussion. Und das Lustige ist, die haben da mal eine Kamera oben aufgestellt. Und das kann man jetzt als alles Mögliche interpretieren, aber... also auch ich bin mir sicher so, dass es keine Lichtreflexion war. Man kann halt irgendwie diese Emily, was auch immer das sein muss, ob mag, ob es eine Energie ist oder wie auch immer, man kann sie sehen auf dem Video. Also extrem wahnsinnig. Ja, das nimmt es einfach wahr, das muss ja schon reichen, und dort ist irgendwas anders oder wie auch immer, ne? Ja. Das reicht ja. Das reicht ja, ja. Guckt euch da den Film Alphabet an. Wo es darum geht, 98% der Kinder sind hochbegabt vor der Schule, und wenn sie rauskommen, sind auch 2% hochbegabt. So, es trifft das Ganze sehr auf den Kopf. So. Ja, fein. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Super Gespräch. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, und ja, euch Zuhörern, ne, beschäftigt euch mit der Materie oder tut es als Bullshit ab, wie auch immer ihr mögt. Aber wir haben euch vermittelt, so, was da möglich ist, und ob ihr euch das anschaut oder nicht, bleibt bei euch. Einfach offen für alles sein. Genau. Okay. Tschüss. Gut.